Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute ist Sonntag und es ist voll seltsam, einen Vlog am Sonntag zu starten. Es ist gerade Mittagszeit, ich habe gerade gekocht, also es gibt Nudeln. Ich habe so Suppennudeln gekauft, weil die sind sehr klein, also sehr so kurze Nudelstücken. Und dann muss ich nicht für den Karl Spaghetti kochen und schneiden, sondern kann die einfach gleich so aus der Tüte nehmen und kochen und dann sind die schon in seiner mundgerechten Größe. Das war, ich finde, sehr schlau von mir. Genau, und die Soße kommt gleich noch, die mache ich gleich noch warm. Ich habe bloß gerade nicht so viele Töpfe zur Verfügung, weil die sind alle im Geschirrspüler. Der läuft auch gerade. Ich habe auch gerade das erste Mal angefangen, überhaupt irgendwas heute zu machen. Also ich habe jetzt halt die Nudeln gekocht und wir müssen jetzt aber erstmal noch ein bisschen abkühlen. Genau, dann habe ich Geschirrspüler angemacht, ich habe drüben Staubsauger rumgeschickt, hier ganz doll aufgeräumt und ja, genau. Philipp ist gerade unterwegs, der macht ein paar Aufnahmen. Ich kann hier eigentlich, genau, der kommt ja irgendwann am Nachmittag wieder und wir haben eigentlich für heute sonst nichts weiter so erstmal geplant, aber wir haben gestern schon angefangen uns zu informieren über unseren Sommerurlaub. Also wir sind natürlich wieder mit unserem Bus unterwegs, aber wir müssen trotzdem was buchen. Vielleicht könnt ihr euch schon denken, was. Also keine Übernachtung, kein Campingplatz oder so, aber was kann man denn noch buchen, wenn man mit dem Bus unterwegs ist? Auf jeden Fall haben wir uns ja gestern schon mal angeguckt, wie die Preise so sind. Und haben halt jetzt noch nicht eine konkrete feste Planung vorgenommen. Ich sag mal von der Route oder so, aber halt schon grob und alles. Und vielleicht buchen wir heute Abend schon was. Das wäre echt cool, weil ich habe halt Angst, dass es dann nicht mehr so funktioniert, wie wir das wollen. Und wir haben halt nur einen bestimmten Zeitraum, in dem wir wegfahren können. Und bis jetzt, also gestern, war alles noch so verfügbar zu buchen, wie wir es gerne hätten. Guten Tag, ich lebe auch noch. Genau, Hannah hat mir gerade erzählt, dass sie schon einen Vlog angefangen hat. Und ich da auch mal meinen Teil zu beitragen soll. Ja, wir haben gerade für unseren Sommerurlaub dieses Jahr eine Fähre gebucht. Jetzt wisst ihr auch, was wir gebucht haben. Weil ich ja nur gesagt habe, wir wollen was buchen. Ach so. Aber was? Genau, also man so natürlich kein kann. Hotel oder irgendwas, keine Unterkunft. Super, jetzt rufen die hier mit per Skype an. Ja, dann gehen wir das Blatt holen und erzählen uns. Genau, ich Blatt holen. Ja, also unsere Buchungsbestätigung hole ich jetzt einfach. Doch. Also wir gucken gerade, wie heißt das, Wendler gegen Aua. Kocher oder andersrum. Aua, mir stößt mein Ohr ab. Und die Klammer-Challenge. Was siehst du denn? Ich kann nicht mehr. Der Wendler sieht auch lustig aus. Du weißt schon, dass wir die Gardinen offen haben. Ist mir egal. Ey, die halten voll gut. Kann ich die auch so aneinander stapeln? Nee. Aber. Weh. Wie viele? Das zählt nicht, das zählt uns eine, weil die aneinander sind. 11. Ah, 15, eine ist mir abgefallen. Aua, mir tut die ganze Fresse weh. Also, er hat sich überboten. Aber ich wollte das mit dem Mund auch nicht machen. Ich muss jetzt erstmal die Wäsche machen. Wir haben mir eine kleine To-Do-Liste geschrieben, steht aber nicht so viel, also nicht viel drauf und nicht viel Großes. Aber ich sag mal so, die Standardsachen, dass hier überall der Staubsauger einmal durchfährt, was bei uns tatsächlich eigentlich täglich der Fall ist, weil man einfach ja doch schon relativ viel Dreck macht mit Kind, was ja aber auch nicht schlimm ist. Dafür haben wir einen Staubsauger. Ich war mittlerweile bei der Wäsche unten, habe die Wäsche, die ich im Trockner darf, raussortiert und den Rest, der trocknet jetzt. Und ich hänge jetzt hier eben die Wäsche auf, habe ein Paket für Nachbarn entgegengenommen. Thank you.
Ach, wir gehen heute übrigens einkaufen. Dann ich überlege, ob ich die Kamera mitnehme. Ob ich einfach mit dem Handy filme. Boah, meine Stimme, was geht jetzt ab? Auf jeden Fall, weil ich gucken wollte, ob das wirklich stimmt, dass die hier alles leer kaufen und so. Wir sind ja leben aktuell. Das Video kommt ja später, aber wir leben aktuell im März tatsächlich in Zeiten von Corona und angeblich soll in Thüringen das Toilettenpapier schon knapp sein. Wobei es in Thüringen generell in der ganzen, wie sagt man, sind das die neuen Bundesländer? Ich glaube, ne? Generell dort noch keinen einzigen Fall, bis zumindest Stand gestern Abend gab, keine Ahnung. Aber hier, wo jetzt in Niedersachsen auch der erste Fall schon aufgetreten ist, soll angeblich alles an Konserven und so weg sein. Das nervt mich ultra. Ich will schon so lange wieder diese gehackten Tomaten mit Zwiebeln und Knoblauch kaufen. Und die sind jetzt mal weg, aber ich glaube, die sind einfach weg, weil sie geil sind. Und das ist auch schon vor Corona so gewesen. So, ich kümmere mich jetzt ums Video und ich überlege gerade, ob ich das für euch irgendwie zeitraffere. Ja, aber das mache ich mit dem Handy. Das kann ich besser aufstellen hier mit dem Gorilla. Der ist zwar eigentlich geil, aber irgendwie bin ich da nicht so, weiß ich nicht, nicht so talentiert, das Ding aufzustellen. So, damit ist meine To-Do-Liste auch abgearbeitet. So, wir fahren jetzt zum Supermarkt und gegebenenfalls noch zum DM, wenn wir nicht alles kriegen. Und hat er dich angelichtet? Okay. Und damit meine ich, also erstmal nicht alles kriegen im Sinne von, die haben alles gehamstert, sondern im Sinne von, manche Artikel kann man im Supermarkt nicht kaufen, sondern nur, also nicht im Lidl oder im normalen Supermarkt, also, sondern halt im DM oder gegebenenfalls Marktkauf mit größerer Auswahl, was auch immer. Genau. Und wir sind mal sehr gespannt. Und was hast du erzählt? Bei deinem Bruder ist was knapp? Klopapier. Also nicht bei ihm, sondern da, wo er wohnt in, wer ist das? Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Genau. Vor allem verstehe ich das am wenigsten, weil da, die sind noch am weitesten von allem entfernt. Also klar, in Ostdeutschland gibt es jetzt auch Corona, in Berlin, aber ansonsten weiß ich nicht, waren die noch bis jetzt, wie gesagt, am weitesten von allem entfernt. Aber naja. Alles gut? Kurz so. Ah! Okay. Ah! Ah, okay. Gut. Ja, das sieht bestimmt lustig aus, wie es mich hier hin und her geschüttelt hat. Was hat der da hinten? Du filmst. Ja, klar. Da kommt Gas raus, oder? Gashähne sind das. Eventuell. Okay, wir gehen jetzt einkaufen und wenn es was Spannendes gibt, zeigen wir euch das. So, wir sind wieder da. Nein, wir sind nicht wieder da, aber wir sind wieder aus dem Laden raus. Und neben mir seht ihr hier unsere ganze Hamsterladung. Nee, im Ernst, wir haben was im Kofferraum. Deswegen haben wir es alles jetzt auf die Rückbank gepackt. Genau, und das sieht jetzt auch wirklich nur so viel aus, weil das sitzt jetzt hier halt neben mir. Und Philipp sitzt mit seinem Sitz, jetzt habe ich tausendmal Sitz gesagt, ziemlich weit hinten von der Sitzeinstellung, weshalb hier auch nicht so viel Platz ist. Also auf deinem Beifahrersitz. genau, wir blenden euch jetzt Bilder ein. Also es war nicht so schlimm wie gedacht, aber ich glaube, das ist halt in anderen Gegenden noch krasser. Es gab keine Haarmilch mehr, also auch Gas geben kann. Fährt man einmal nicht selbst, was? Muss man um sein Leben fürchten. Ey, ganz ehrlich. Nein. Was wollte ich sagen? Es gab keine Haarmilch mehr, außer Bio-Haarmilch. Die haben wir auch gekauft. Es gab keine Frischmilch mehr, außer Bio-Frischmilch. Die haben wir nicht gekauft. Genau.
Wie viele Millionen hätten die kosten sollen? Bio-Frischmilch? Mhm. Genauso viel wie die Bio-Haarmilch. Die war im Angebot. Wow. Hier ist gerade so ein Opa. Ich glaube, der guckt gerade, was ich mache. Ist ja auch egal. Genau, auf jeden Fall. Ah ja, die sitzt sogar neben mir hier direkt, die Bio-Haarmilch. Ja, es gab fast keine Eier mehr. Es gab kein Mehl mehr. Gefärbte Eier kaufen können. Ja, wir haben ja auch Eier, wir haben sogar Bio-Eier noch gekauft, aber trotzdem gab es sehr wenige und hier Käfig und Freiland und was auch immer gab es alles schon gar nicht mehr. Und ja, wenn du Angst hast, kannst du halt nichts Teure kaufen, du bist sehr arm. Auf jeden Fall gab es kein Mehl mehr, was zeigt, dass die Leute bereit sind, sich im Notfall ihr Brot selbst zu backen. Es gab auch fast kein Brot mehr. Klopapier gab es wenig. Ist unser Parkplatz noch frei? War das unser Parkplatz? Nee, sondern da, wo der jetzt... Ich kann nicht hingucken. Hey, es ist so viel Platz. Ja, genau. Die Feuchttücher, wir kaufen immer im Viererpack. Die sensitiven Feuchttücher, die gab es auch beim letzten Mal nicht mehr. Deswegen glaube ich, dass die nicht wegen Corona alle sind, weil... Das sind ja Feuchttücher für Babypopos, also, ne? Oh, macht der Spiegelmotor laut? Nicht so wie beim Bus, ne? Nee, der ist leise. Da flattert er nur im Wind. Genau, falls ich noch irgendwas vergessen habe zu erwähnen, wo wir aber ein Foto gemacht haben, blenden wir es jetzt ein, was, an welche Dinge sozusagen noch nicht mehr da waren. Aber es ging tatsächlich. Auch mal wieder nicht mehr faul. Der Karl schläft seit anderthalb Stunden und ich habe am Anfang versucht, mich auch hinzulegen. Aber habe es nicht geschafft, einzuschlafen. Dann ist mir ultra kalt geworden, habe ich mir was angezogen. Ich habe immer voll Angst, dass er aufwacht. Dann habe ich Hunger bekommen, habe ich was gegessen. Dann habe ich mich da hingelegt und einfach so entspannt, weil ich ja nicht schlafen kann. Und jetzt dachte ich mir so, warte mal, nutz doch den Rest, wenigstens noch die letzten 20 Minuten oder was auch immer, wie er noch schläft, wo er noch schläft, sorry, um was zu packen. Wir fahren am Wochenende zu unserer Familie und ich sitze jetzt hier im Kinderzimmer, hier ist so schöne Sonne. Und ich werde jetzt die Sachen für Karl packen und also zumindest erstmal zurechtlegen. Gott, ich muss immer lauschen, ich sehr, sehr aufwacht und werde das für euch zeitraffern und genau, dann unsere Sachen packe ich heute Abend oder so, das ist ja auch immer nicht so viel und dann muss ich mir gleich mal, ich kann ja natürlich jetzt parallel keine Notizen machen, wenn ich mit dem Handy zeitraffere, aber auf jeden Fall wollte ich euch das mal eben sagen und wenn er aufgewacht ist, gibt es Mittag und dann muss ich noch Wäsche waschen. Genau, und eigentlich sollte heute auch noch ein Paket mit voll coolen Sachen für uns. Also eine Hose von mir, dann Philipp hat sich zwei Pullover bestellt und für Karl noch neue Schuhe kommen. Weiß ich nicht, ob das heute noch kommt oder ob ob das wieder zur Packstation oder wohin auch immer gebracht wird, weil unsere Klingel nicht geht. Mal gucken. So, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Der Karl schläft wieder. Boah, meine Stimme. Ich bin auch schon wieder müde. Ich versuche mich jetzt nochmal hinzulegen und versuche es nochmal mit Schlaf. Ich habe mir auch gerade eine Decke geholt. Jetzt hat gerade der Amazon-Bote geklingelt und hat ein Paket für Nachbarn abgegeben. Daraufhin ist mir eingefallen, dass ich ja heute auch noch ein Paket erwarte, was noch nicht da ist. Ich habe die Sachen von Karl fast fertig gepackt. Genau, und unsere Sachen packe ich heute Abend. Und ja, genau. So, ihr Lieben, es ist ein paar Tage später. Ich glaube, wir haben am Montagabend die letzte Szene gedreht, meiner Meinung nach. Die Sache ist, am Dienstag ging es mir nicht so gut.
Am Mittwoch ging es mir schon ein bisschen besser. Ich hatte dann einen Arzttermin und Karl war aber am Dienstag wiederum krank, also zu Hause. Was heißt krank? Er bekommt Zähne wieder, also seine Eckzähne oben kommen und er hatte da erhöhte Temperatur. Genau, und auf jeden Fall ist jetzt heute schon Donnerstag. Ich habe heute schon ganz viel geschafft. Wir haben jetzt mittlerweile fast 17 Uhr, glaube ich. Und ich habe auch nochmal ganz viel gepackt. Das seht ihr da. Das ist jetzt unsere Tasche. Hinten ist die von Karl. Ich bin sehr unkoordiniert. Ich habe heute auch schon das Auto gepackt, also angefangen. Alles, was wir jetzt nicht mehr brauchen, ist schon unten im Auto. Und auf jeden Fall dachte ich mir, ich drehe jetzt nochmal die Endszene. Aber eigentlich kann ich euch eben nochmal kurz einen kleinen Zeitraffer drehen, weil ich habe nämlich, also die Sachen von Karl, die ihm zu klein sind, haben wir hier im Schrank in so einem Fach. Und die wollte ich jetzt alle nochmal schön zusammenlegen, sortieren und vor allem nochmal nach Größen gucken, was wir so da haben. Und das mal aufschreiben. Wir geben die Sachen eigentlich alle weiter, wir verschenken die alle an verschiedene Leute, alle, die halt kleine Jungs so haben in unserem Umfeld oder kleine Mädels, aber speziell, also die ganzen geschlechtsneutralen Sachen hat eine Freundin, die hat ein Mädchen bekommen, die hat die alle schon bekommen und jetzt aktuell ist, glaube ich, nicht mehr allzu viel Geschlechtsneutrales da. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich packe euch jetzt hier hin, sortiere die Sachen und dann beende ich das Video und genau. Bin jetzt erstmal gespannt, was ich da alles im Schrank finde. Also ich suche das erstmal alles raus. Seht jetzt hier mal die ganzen Sachen. Also ich habe jetzt ein bisschen sortiert. Hier sind unten Bodies, dann ein Pullover, dann ganz viele kleine Hemden, unter anderem auch dieses süße Hawaii-Hemd hier. Seht ihr das? Das ist so süß. Dann habe ich hier oben noch eine kleine Strumpfhose. Dann habe ich hier noch solche Trinkflaschensauger, die wir nicht mehr brauchen. Dann habe ich hier noch so ein Thermometer für die Flasche. Das funktioniert bedingt, wenn man weiß, wie man es anwendet, aber das steht auch hier hinten drin. Dann haben wir hier Karls erste Cap, seine ersten Kindergartenhausschuhe. Und klar, vielleicht, also bei denen bin ich mir noch nicht sicher, ob ich die aufhebe. Ich finde die so ultra süß. Guckt euch mal an, wie klein die sind. Der Karl hat irgendwie, was ist das, 18, 19. Der hat bis heute Größe 20 oder so, also, ne? Und das ist jetzt auch schon ein halbes Jahr her, er ist bestimmt schon ein halbes Jahr im Kindergarten. Dann haben wir hier noch so einen Spiegel fürs Auto, wenn das Kind ja verkehrt rum sitzt, hinten mit dem Maxi-Cosi, der immer noch nicht verkauft ist. Wir haben ihn aber schon reingestellt, den will bloß noch keiner kaufen. Ich glaube, unser Preis ist auch noch zu hoch. Auf jeden Fall macht man das dann da hinten an die Kopfstütze und dann kann man das Kind sehen sozusagen, da stellt man dann seinen Rückspiegel darauf ein. Dann haben wir hier noch so eine Box für Milchpulver. Haben wir nie gebraucht, haben wir geschenkt bekommen. Da drin ist noch eine Schnullerkette. Die finde ich eigentlich auch total schön. Hier ist bloß der Lack schon ein bisschen abgegangen, weil der Karl darauf rumgekaut hat. Die ist auch selbst gemacht. Die haben wir geschenkt bekommen. Genau, also handgemacht in Chemnitz, glaube ich, handgemacht. Ja, auf jeden Fall. Genau, dann haben wir hier noch nicht so eine richtige Cap, aber auch so eine Strand-Sommermütze, Dino-Style. Ich finde die auch süß, aber die passt auch nicht mehr. Dann haben wir noch zwei Schlafsäcke. Ich beende das Video an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es war interessant und informativ. Und wir sehen uns im nächsten Video. Schaut gerne mal unserem letzten Video vorbei. Das verlinken wir unten drunter. Und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr so mit alten Babysachen macht. Ob ihr Leute habt, denen ihr das weitergibt oder ob ihr es vielleicht aufhebt. Bei uns ist Familienplanung soweit abgeschlossen. Ich weiß, es klingt lustig. Wir sind jetzt noch nicht mal 25. Wir sind noch nicht mal 23. Aber ist halt so. Und auf jeden Fall macht es deswegen keinen Sinn, das alles aufzuheben. Sonst würden wir uns hier totlagern, wirklich. Dann bis zum nächsten Video.